Okay, und eine noch. Wobei, wir machen heute mal was anderes. Wir nehmen die Formate und gehen damit Richtung Stadt. Da, 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 da. Hallo Maria! Guck mal, ich hab eine Tomate für dich! Besten Dank, das sieht köstlich aus! Es ist eine Tomate. Sie ist so groß wie dein Kopf. Also, ja, es ist wahrscheinlich köstlich. Und wieder zurück. Auf dem Rückweg könnten wir doch... Ja, das, um das Geld wieder reinzukriegen... Ich habe noch nichts gegossen heute. Was zur Hölle? Ich mache mich auf den Weg in die Berge. Ich mache mich auf den Weg in die Stadt. Alter, ich muss eigentlich noch gießen. Ich will aber so eine Frucht haben. Wo ist sie? Ich will diese Melone. Da ist sie. Warum liegt da eine Melone rum? Das ist sowieso so eine Sache. Die Früchte liegen hier einfach auf dem Boden rum. Sie liegen einfach rum. Als ob sie von diesen Förstern hier oder Zimmerleuten geerntet wurden und dann einfach liegen gelassen wurden, weil... Ach, keine Ahnung, hier so eine komische grüne Frucht. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich meine, ich habe sie geerntet und wollte sie mir nach Hause nehmen und essen, aber ich bin mir jetzt noch nicht mehr so sicher, ob das eine gute Idee ist. Deswegen lasse ich sie einfach irgendwo liegen und das mache ich jeden Tag. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Ja, oh, es wird in der Tat schon Abend, heilige Scheiße. Ich komme gerade noch dazu, zu wässern. Gießkanne. Ach, wenn wir schon mal hier sind, eben auffüllen. Es ist doch egal, wann man gießt, also ob man es am Morgen macht, in der prallen Mittagssonne oder am Nachmittag oder sogar am Abend. Es ist nur wichtig, dass die Pflanzen an dem dementsprechenden Tag gegossen wurden. Nicht wie mit echten Pflanzen, die du draußen bei 37 Grad und praller Sonne einfach mal den ganzen Tag nicht gießt und dann abends um 10 oder so, wenn es dann wieder kühl ist. Ja, ich gieße mal meine Pflanzen. 1,7 leckt mich am Arsch. Das zieht mein Hut vor. Ich meine, ich kann meinen Hut nicht ziehen, aber ich würde es machen. Wenn ich es könnte. Oh oh. Oh oh. Uns geht die Zeit aus. Uns geht die Zeit aus. Uns geht die Zeit aus. Und das Wasser geht uns auch aus. Scheiße. Ah, ach, da komm, komm. Komm, die Musik ist noch nicht vorbei. Ich höre sie noch. Ja, Leute, ihr wisst, also ich muss auch noch zu Ende gießen, verdammt. Ich muss noch zu Ende gießen. Ich habe den Tag ein bisschen verplant. Ich hätte gedacht, dass der Tag so schnell rumgeht, weil die anderen Tage ja irgendwie nicht so schnell rumgehen. Nein, überhaupt nicht. Die anderen Tage gehen gefühlt noch schneller rum. So, ich schnell nach Hause. Ja, erwisch dir nicht den Scheiß aus dem Gesicht, du kannst sowieso pennen gehen. Aber eine andere Sache, wo zur Hölle duschst du eigentlich? Mal abgesehen davon, dass du in strömendem Regen arbeitest, aber... Du hast einen Tisch. Du hast einen Herd. Du hast ein Bett. Du hast einen Kamin. Ein Notizbuch und einen Fernseher. Dein Haus hat kein Badezimmer? Dein Haus hat keine sanitäre Einrichtung? Ja, da bringst du ja auch nicht, wenn du Faxen machst. Ich meine, Alter, du hast hier nicht mal eine Toilette. Wo zur Hölle gehst du hin? Ich meine, hinters Haus? Also, das ist sehr komisch. Das musst du zugeben, oder? Das ist sehr komisch. Oh. Was für ein Wetter sollte morgen eigentlich werden? Sonnig? Ich glaube, ja. Ja, es hört sich so an. Ah. Und noch mehr Sonne. Es ist der 14. oder? 15. schon. Alter, die Zeit vergeht, das gibt's ja gar nicht. Meine Fresse. Wir machen damit weiter, womit wir gestern aufgehört haben, mit dem schönen Gießen. Aber es sind noch 5 Tage. Ja, ich kann es ja jetzt schon so ein bisschen spoilern. Die schöne Sache, die uns der Werkzeugtypi da andrehen will, oder sagen wir einfach mal ganz nett, die er uns zu Herzen legt, sie doch zu kaufen, ist eine vollautomatische Sprinkleranlage. Ja, das ersetzt unsere Gießkanne um das, ja, wirklich um das Neunfache. Ähnlich wie die Sense, das Ding ist einfach super. Und ich würde es sehr gerne haben. Ich glaube, es kostet 2000.
Nur bis dahin müssen wir uns auf genau diese Art und Weise noch aushelfen. Also noch 5 weitere Male. Und was ich immer wieder erstaunlich finde bei dem Spiel, unser Gras, das sieht so übel abgefuckt aus. Alter! Ich meine, guckt sich das einer mal an, das hier ist eine Weide. Da ist einfach mal so eine Schneise drin, einfach mal, wo gar nichts ist. Darüber wächst es in verschiedenen Höhen. Meine Fresse, Alter. Echte Landwirte würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wenn sie Zeit hätten, so einen Simulator hier zu spielen, was sie wahrscheinlich nicht tun. Ich glaube, wenn ich Landwirt wäre, ich hätte keinen Bock in meiner Freizeit einen Landwirtschaftssimulator zu spielen. Ich glaube, das wäre nichts, wo ich Bock drauf hätte. Aber gut. Moment, Pause. Ich habe 6.800 habe ich. Das ist ja schon fast das Geld, was ich brauche. Meine Güte. Und es ist Mittwoch. Ich gehe in die Berge. Wobei, Moment. Knapp 200, krass. Also langsam müssen wir auch langsam mal unser... So langsam müssen wir mal unser Haus umbauen. Langsam geht's in die Richtung. Warum 250? So, ein Holzscheit bringt 9. 9 mal 6 sind 54. Also... Wir müssen nur 6 Stück kaputt machen? Ernsthaft? Machen wir mal vorsichtshalber 7. Ja, wir müssen, weil das waren 194. Machen wir 7 kaputt. Ach, nun komm, ich stell die nicht so an. Das wäre der zweite. Der dritte. Ich weiß gar nicht, schaffen wir 7? Könnte knapp werden, aber mit unserer Lebensenergie. Ja, du komm! Komm! Mach das kaputt! Ja! Ernsthaft? Hier liegt die rum? Alles klar, ich, okay, jetzt... Wow, das, das hat mich gerade leicht verwirrt, aber... Krass. Hier gibt es die 10. Jetzt weiß ich wieder, wo alle 10 sind. Schön, wunderbar. Willst du ein Haus ausbauen lassen? Oh ja! Also gut, ich schaue morgen auf deiner Farm vorbei, ohne mir zu sagen, wie viel es kostet. Dankeschön, ich will es wissen, aber es waren, glaube ich, 5.000. Nur brauche ich dazu 250. Nee, komm, jetzt mach 2 Stück noch. 3, 4, 5, 6. Und 1, 2, 3, 4. Na, los! 5, 6 und den auch noch. Komm, den schaffst du auch noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt darfst du auch gerne umfallen. Hallo? Mutter Natur wäre sauer, wenn du zu viele Blumen und Pflanzen pflückst. Aber wenn ich ihre Baumstümpfe wegknall, das ist ihr egal, oder was? Du bist komisch. Und du auch. Ja, wenn du heiraten willst, Alter, wir sind doch im Hausumbau, okay? Eins nach dem anderen, dräng mich nicht. Ich geh pennen, gute Nacht. Oh. Ja, mein Zaun ist kaputt. Mein Zaun ist dauernd kaputt. Was erwartet uns morgen? Regen oder ein Wirbelsturm? Nee, Sonne! Sonne. Es ist der 16. Ja. Ach, da bist du ja. Ach, du liebe Güte, du hast ja nicht einmal... Was? Wie? Was? Wie kann ich... Was? Hä? Was? Ich hab doch... Nein! Bleib hier! Sag mir wenigstens, wie viel es kostet! Sag mir wenigstens, wie viel es kostet! Ich will nur wissen, wie viel es kostet! Was? Wieso? 200. 250 Stück. 250. 250. Wie viel haben wir? Was? Das kann doch gar nicht wahr sein. Ich hatte 194.
9 mal 6. Ah, ich bin so dämlich. Ich hätte 9 hacken müssen. Ich habe 6 mal 9 gerechnet. Aber nee, du kriegst ja gar nicht 9 raus. Ja, musst gar nicht so dumm gucken. Du kriegst ja gar nicht 9 raus. Du kriegst ja 6 raus. Ja, wenigstens haben wir Mais. Okay, wir müssen nochmal Holz hacken und den Typi nochmal herholen. Der muss ja auch mit der Zeit so langsam mal verarscht vorkommen, oder? Dauernd wollen wir unser Haus aufbauen und dann haben wir entweder kein Geld oder wir haben kein Holz. Wir haben beides nicht. Oh Mann. Ja gut, ist okay. Ich habe 2 Stümpfe zu wenig gehackt. 2 Stümpfe. Kriegst die Tür nicht zu. Da wenigstens haben wir genug Mais. Wir können uns jetzt Frust voll fressen mit Mais. Wobei, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man so 19 Maiskolben frisst? Naja, 19 sind es nicht. Wie viel haben wir? 16. 16 Maiskolben? Ich glaube, danach geht es dann nicht mehr so gut, oder? Ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Und eine noch. Aber nee, pass mal auf, du Trödi, es ist Donnerstag. 6800. Wir müssen noch gießen und wir müssen noch... Ja, genau. Und noch Holz hacken. 2 Stümpfe. Ich hol den Typen nochmal her. Ist mir egal. Halbe Tag ist vorbei. Ja, komm, scheißegal. Komm, wir gehen da eben hin. Wir machen das jetzt eben. Ab in die Berggegend. Und ins Haus rein. Hallo Kollege, ich bin wieder da. Ich möchte erneut mein Haus umbauen lassen. Ja, ich bin nicht total bescheuert. Ich meine das ernst. Ja. Ja. Schön, dass du nochmal vorbeikommst. Und nein, ich habe keine geistige Behinderung. Ich muss nur manchmal wild im Kreis laufen, da kann ich nichts gegen tun. Das liegt in meiner Natur. Ja, gehen wir wieder raus. Ich muss Holz hacken. 2 Stümpfe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was erzählst du mir heute? Gute Natur wäre sauer, wenn du zu viele Blumen und Pflanzen pflückst. Okay, pass auf. Eine Blume von mir für dich. Was? Willst du mir das andrehen? Ja, das will ich dir andrehen. Geh weg. Ihr seid so komisch hier alle. Ihr seid unfreundlich. Ihr sagt mir nicht, wie viel irgendwas kostet. Ihr wollt nur meine Dienste in Anspruch nehmen. Nee, Quatsch, das laber ich. Ihr wollt, dass ich euren Dienst in Anspruch nehme. Und euch dann dafür bezahle. Das klingt gerade ziemlich merkwürdig, aber... Nein, ihr wisst, was ich meine. Die wollen nur mein Geld. Sie wollen nur mein Geld und meinen Körper. Ich muss Rasen mähen. Ich muss morgen wieder Rasen mähen. Eigentlich muss ich heute Rasen mähen, aber es ist schon wieder 4 Uhr oder so. Ja, der Typ ist schon da. Deine Ware kriegst du 2000. Das ist eine steile Summe, danke. Ich verdöde mich in letzter Zeit ziemlich, was die Dauer von gewissen Sachen anbelangt. Ja, jetzt tut mir leid, ich muss die gießen. Nein, ich muss die zu Ende gießen, sonst wachsen die nicht. Ich weiß, es ist 6 Uhr. Aber die Sonne ist irgendwie noch da, weil man kann die Wolken immer noch sehen, obwohl es dunkel ist. Also irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht, glaube ich. Ich habe doch gesagt, ich will nicht in die Nacht arbeiten. Oh, ist das Wasser wieder leer. Aber ansonsten kommst du hier zu nichts. Gerade in diesen... Was? Was? Das hat dich jetzt angestrengt? Die dämliche Gießkanne in den Tümpel zu halten, hat dich angestrengt, Alter. Mann, stell dich so an. Du kannst sowieso gleich pennen gehen. Blöder Affe. Mann, Mick. Echt jetzt? Komm, geh pennen. Der Hund ist auch wieder in seinem Kabuff da hinten drin. Super. Morgen sollte Sonne... Habe ich den Fernseher angemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, sollte es sonnig werden. Wunderbare Sache. Okay, jetzt aber Haus umbauen.
Erstmal gucken wir, wie wird das Wetter morgen. Sonnig, wunderbar. Sonnig. Da ist er. Der Preis, endlich der Preis für den Ausbau beträgt 5000 Goldmützen. Kann es losgehen? Ja, wäre schön, wenn du mir das schon im Vorfeld gesagt hättest. Sofort. Na dann, morgen früh legen wir los. Herzlichen Dank. Warum morgen? Warum morgen? Warum nicht heute? Tomaten. Aber wir können unser Haus umbauen lassen. Wir haben es geschafft. Nur, es ist jetzt der 18. Es ist der 17. Noch zweimal gießen. Außer es regnet. Noch zweimal per Hand gießen. Oh Mann. Und wir müssen wieder Rasen mähen. Wir müssen so viel machen. Aber wir haben das Holz zumindest zusammengekriegt. Wir haben unseren Soll für den Sommer erfüllt. Wir brauchen jetzt nur noch 2000 Goldmünzen für den 20. Und wir haben 3700. Yo, stylisch, passt. Passt alles, wir sind gut in der Zeit. Das, was wir bisher erreichen sollten, das haben wir soweit erreicht. Und das schon Mitte des Sommers. Krass. Schönes Ding. Jetzt können wir so ein bisschen dann schon mal für den Herbst vorbereiten. Ja, müssen wir echt langsam. Es ist Mitte Sommer. Müssen wir schon mal für den Herbst vorbereiten. Nein, die Gießkanne. Ja. Und zwar brauchen wir für den Herbst auf jeden Fall noch eine ganze Menge mehr Gras. Denn im Herbst kann man zwar Gras noch aussäen. Nee, Quatsch. Man kann es mähen. So. Man kann es noch abmähen, aber man kann es nicht mehr aussäen. Das ist es. Deswegen müssen wir das noch im Frühjahr tun. Im Sommer. Dies kann ich leer. So, ich glaube, mittlerweile haben wir gar kein Holz mehr, oder? Oder irgendwie noch 2-3 Holzscheite. Da drinnen. Dementsprechend müssen wir sowieso noch mehr Holz hacken, aber das ist in der Tat eine gute Sache, die man im Herbst machen kann. Ich hab's jetzt nur so extrem gemacht, damit ich mein Haus umbauen konnte, weil ich unbedingt die Uhr haben will. Ich will wissen, wie spät es ist. Das ist mir eine sehr wichtige Sache. So, wir haben es mal wieder geschafft. Wir müssen eigentlich auch noch in die Stadt gehen, glaube ich. Wegen dem Gras, ja. Oh, wegen dem Gras müssen wir auch noch in die Stadt gehen. Sense. Getauscht gegen die Axt, den machen wir das so. Gegen die Axt getauscht, ja. Die brauchen wir erstmal nicht mehr. Wir brauchen eher bald den Hammer wieder. Aber das ist noch so ein bisschen hin. Und zaum! Danke. Wunderbare Sache. Ja, wir kaufen aber noch Gras. Heute ist Freitag. Heute ist auch die letzte Möglichkeit, noch irgendwie Gras zu kaufen. Auch wenn wir... Moment, der 20. Samstag, Sonntag... Ach, Montag. Ah, siehste, ist sowieso der Montag dann. Da müssen wir sowieso in die Stadt gehen, aber trotzdem. Ich will das Gras jetzt haben. Das können wir dann vielleicht sogar noch morgen oder so aussehen. Ich möchte Gras haben, und zwar... ...3700. Ach, dreimal. Ja, einmal Grassamen. Zweimal Gras. Und nochmal Gras. Damit haben wir jetzt mal wieder einen guten Vorrat an Gras. Ja, Leute. Falls euch interessiert, wo ich mal Gras herbekomme, vom Floristen. Oh, das war dämlich. Naja, egal. Gut, jetzt sind wir wieder auf der Farm. Mit Gras aussehen ist nicht mehr, aber das Gras, das sollte dann... Meine Ware gebe ich dir 1,6. Man könnte eigentlich hier weitermachen, indem man den Stein hier an die gleiche Stelle legt, genau. Ein bisschen wegpackt, so. Ist hier Unkraut. Und den Zaun verlängert. Ich muss noch mal eben gucken. 1, 2, 3, 4. Oh. Oh.
Das ist ein bisschen doof. Wir wollen eigentlich hier unten weitermachen mit dem Gras, aber das passt ja gar nicht. 1, 2, 3, 4. Und hier unten sind 6. Nee, 5 ist in 9, oder? Ja, 9, 9er ist das. Ja, super. Wenn ich mein Gras aussehe, dann sieht das ziemlich dämlich aus. Oder ich lasse hier eine Kante frei. Das sieht aber auch ziemlich dämlich aus. Oh, scheiße. Ich habe mein Gras ein bisschen zu hoch gesät. Okay. Naja, eigentlich nichts hoch gesät. Es geht hier genau auf, aber das Ding ist zu lang dafür einfach. Ach, das überlege ich mir, wenn es soweit ist. Im Sinne von morgen. Da denke ich heute nicht mehr drüber nach. Hundi schläft auch schon. Oben in seinem Unkraut-Kabuff. Komm, tu mir einen Gefallen und sag mir, dass es morgen nochmal regnet. Das wäre echt stylisch. Regen? Ah, nee, nochmal Sonne. Na gut, was willst du machen? Und da fangen sie an, da rennen sie immer im Grundstück rum mit einer riesengroßen. Was ist das? Sieht aus wie eine Feile. Und der Typ da oben, der rennt mit Stahlträgern rum. Alter, ich habe ein Holzhaus, okay? Ja. Gießen wir nochmal. Aber zumindest haben sie angefangen. Das ist schon mal was wert.